Das Rätselraten um Siegkauf prägte dann das Vorfeld zum großen Preis von Bild Hamburg. Doch auf der Heimatbahn stellte Harald Grindels und Karl Bocks Superstar das unerklärliche Münchner Laufen schnell wieder richtig. Zweimal wurde an diesem Tag die Nationalhymne für Siegkauf intoniert. Zunächst für den vorzeitigen Gesamtsieg im Grand Circuit International, dann nach dem großartigen Triumph im großen Preis von Bild. Mit Jos Verbeek nahm Siegkauf in ein 12-9 eindrucksvoll Revanche an dem zu lange festsitzenden Ursula de Croy, hinter dem die Ex-Weltmeisterin Kit Lobel und der hochgelobte Meadow Prophet die nächsten Plätze belegten. Dahinter dann in zweiter Position Siegkauf an der Innenkante als zweites Pferd. Ursula de Croy an der Innenkante ist hier drittes Pferd und es ging am 1000 Meter Pfosten vorbei. Und Nordin Hannover ist natürlich immer noch an der Spitze des Feldes. Den hatten wir eben schon und der bleibt vorn. Nordin Hannover, die vier mit Ole Gorb, Siegkauf wird herausgenommen, versucht anzugreifen. Dahinter Ursula de Croy an der Innenkante mit außen, dann Meadow Prophet. Das sind die ersten vier. Dahinter sieht man Kit Lobel, Atkinson, Rich und es geht bereits hinauf zum letzten Bogen. Visi Hannover versucht hier noch ihren Platz innen zu verbessern, dann Park Avenue Casey. Die Pferde sind im letzten Bogen. 10-0, 17-3 waren die ersten beiden Zwischenzeiten. Vorn, nach wie vor. Nordin Hannover daneben hat nun Siegkauf Position bezogen. Nordin Hannover, Siegkauf am 500 Meter Pfosten vorbei. Nordin Hannover, Siegkauf, dann Meadow Prophet in Lauerstellung, greift nun an. Ursula de Croy liegt hier an der Innenkante noch fest. Nordin Hannover, Siegkauf, außen kommt Meadow Prophet und es geht um die letzte Ecke. Siegkauf steckt den Kopf in Front, außen kommt Meadow Prophet, Nordin Hannover, innen. Meadow Prophet kommt, Siegkauf im Vorteil, Siegkauf, Meadow Prophet kommt und ganz außen bemüht sich hier auch Kit Lobel, Siegkauf ist im Vorteil, Siegkauf vor Meadow Prophet, außen kommt Kit Lobel, Siegkauf noch vorn, Siegkauf im Vorteil, Kit Lobel kommt innen, Ursula de Croy, Siegkauf ist vorne, Siegkauf gewinnt gegen Ursula de Croy, dahinter Kit Lobel, Meadow Prophet.